Jeden November verabschiedet sich die Sonne aus Grängelsch und lässt sich erst nach 6 Wochen wieder blicken. Die Einwohner haben daraus eine Attraktion gemacht. Die sogenannte Sonnentrehle da. Am Morgen liest der Pfarrer Edward Imhof in der Kirche die Missa Grängiola, eine spezielle Messe im Gränger Dialekt. Der Jesus, sieht den Tag schon kommen, was die Sonne nicht mehr scheint, was das Mann ist leichter Wäsche, was die Sterne aus der alten Bahn aussalieren und im Himmel alles drüber und drunter gehen. Das alljährliche Verschwinden von der Sonne wird im Schauspiel nach dem Drehbuch vom Pfarrer Edward Imhof dargestellt. Er sagt, wie er auf die Idee kam. Grängelsch ist ein stutzendes Dorf. Wir haben seit langem keine Sonne. Was könnten wir machen? Wenn man stutz ist, dann kann man abstrehlen. Warum nicht eine riesige Sonne an das Dorf? Ich kann die sich von der verabschieden. Das war so die erste einleuchtende Sache, die man ist sicher. Und danach bin ich praktisch dahinter gegangen. Mit einem Tanz eröffnet die Sonnengeissen den Anlass. Die Sonnentrehleta ist 1998 zum ersten Mal aufgeführt worden und findet alle 3 Jahre im November statt. Aus allen 4 Himmelsrichtungen kommen die Rapporteure und verkünden, dass die Sonne nicht mehr bis ins Dorf scheint. Ja, der! Wie ihr da von innen raus, von da nach, von hier nach und euch von unten im Brühe, all zusammen das Gleiche an dich rapportieren. Ja, der verfällt ab an nichts mehr. Wenn die Sonne gleich nie mehr kommt, für was brauchen wir schon denn noch? Dann können wir die Sonne ungeniert trählen. Der Gemeindepräsident Klaus Akten lässt die Gränger Bevölkerung abstimmen, ob man die Sonne, die noch nicht mehr gebraucht wird, die steile Dorfstrasse aber in die Trehle soll. Mit grossem Mehr wird der Vorschlag angenommen. Die Sonnentrehleta ist von christlichen, heidnischen und literarischen Quellen inspiriert, wie der Edward Imhof erzählt. Das ist bei den alten Römern, der Sonnengott, das war der Sol Invictus, der unbesiegbare Gott. Und die Sonne war einfach das Symbol immer wieder vom Ganzen. Und danach habe ich das probiert, hier auch so zu fassen und danach dementsprechend auch zu entwickeln. Die Sonne, was geht, ist hier plötzlich der Solvictus, die besiegte Sonne. Und danach haben wir gesehen, dass es sang- und klanglos, die werden einfach begraben. Und darum haben die griechische Mythologie noch bemüht. Da gibt es immer die guten und die bösen Mächte. Eins, das sind die Lichtgestalten und das andere, das sind die dunklen. Und ich habe das hier dargestellt, eben mit Sonnengeist. Hier in Grängelsch hat man früher Geist gehabt. Dann habe ich gesagt, warum nicht irgendetwas, was man hat. Sonnenziegen. Und da der siebte. Siebte ist die heilige Zahl. Das heisst also die positive Darstellung. Und die Geist, die nun die Sonne, was ich da will entfernen, probieren noch zurückzuhalten an bunte Bänder. Aus dem Nebel tauchen die 6 dunklen Schattenbecken auf. Sie wollen die Sonne aus dem Dorf haben und ziehen sie weg. Sandra, auf der anderen Seite, was Nietzsche geht, die dunklen Mächte. Bei den Griechen heisst das Tragoi, das sind die Böcke. Tragos, Tragödie, all zusammen, was Nietzsche geht und am Schluss eine Katastrophe ist, das sind immer die Böcke. Und darum haben diese 6 Stück noch. 6 ist aber nicht mehr eine heilige Zahl, die dann negativ besetzt ist. In der Etymologie, die 6. Und darum 6 Böcke, die am Ritt ziehen und hinten die positiven, kräftigen Geissen, die zurückhalten. Die 7 Sonnengeissen versuchen, dass die Sonne im Dorf bleibt. Es ist ein Kampf gut gegen Beige. Alle Dorfvereine sind beim Anlass engagiert, wie der Gemeindepräsident Klaus Akten erzählt. Das OK besteht zum grossen Teil aus fast allen Dorfvereinen. Und so ist eigentlich jeder Dorfverein da an dem Fest beteiligt. Sei es als Turnverein von Sonnengeist mit den kleinen Schattengitzen, Sonnengitzen und Musik, Gesangverein und Mütterverein. Alle Vereine sind hier eigentlich an dem Fest Beteiligte und meine Aufgabe ist eigentlich, das ein bisschen zu koordinieren. Die 3,5 Meter hohe Sonne wird symbolisch aus dem Dorf gerollt. Hoch oben auf der Wolke thront der heilige Petrus. Was hat er da zu suchen?
Wir haben nicht gewusst, wenn die Sonne bremsen, dass das ganze Dorf ich hatte. Am Anfang kennst du nur so einen Keil drunter. Da. Das war kompliziert gewesen. Nachher wird zuerst auf eine landwirtschaftliche Maschine angehecht, die das Ganze abbremset hat. Und danach ist mir noch plötzlich sicher, da könnte man doch hinten an der Petrus und Rüft dürfen. Eine hehe Wolke, weil das ist ja der Kirchenpatron ist und Wettermacher hinten auf eine grosse Wolke am Rüft. Und dort hat er auf oberen Brich die Sonne chauffieren am bunten Bänder. Mit der Sonne drillen da feiern die Gränger ihr winterliches Chateau-Dasein. Der neue Brüch sind typisch für die Gränger, die gerne originelle Ideen umsetzend. Müssen wir eigentlich negativen Umstand etwas Positives machen? Ja, es ist ja so etwas typisch, was die Gränger haben. Die Gränger haben einen guten Humor und wir sind in der Lage, eben aus etwas Negativem, sprich, dass wir eben einen Monat lang keine Sonne haben, daraus etwas Positives zu machen, humorvoll, dass wir über uns selber irgendwas dürfen lachen. Durch die engen Dorfgassen wird die Sonne bis auf den Dorfplatz gerollt, wo sie endgültig verabschiedet wird. Ja, der wei offiziell, jetzt kränger Sonne trollt die. Der alte Dorf ja mit dem nettigen Krampolt die. Himmel, Herrgott und ihr englische Geister, ihr seid der Hell und alle tiefle Meister. Nehmt ihr jetzt Sonne, es zieht ins Hanne. Die jetzt schon über Bettmer im Artisch Berger spanne. Sonne, Sonne, adieu. Zum Abschluss spielt die Musikgesellschaft Alpengrüß die Gränger Sonnentrelata vom Edi Zurwera. Dank der Sonnentrelata redet man weit über die Grenzen hinaus, über Grängeltsch. Und wenn man natürlich, wenn man mit dem Anlass sieht, wie viele Leute dass man von auswärts kann ins Dorf bringen kann, kann man sicher das Dorf ein bisschen bekannt machen. Und wenn man über das Dorf redet, ist eigentlich immer gut. Ist viel besser, als wenn man ihn vergessen. Und wenn der Petrus mitmacht, so sollte im nächsten Januar die Sonne in Grängeltsch euch wieder auftauchen.